Ha! Das kommt davon, wenn man schläft. Wir haben es gefangen. Sehr gut, sehr gut. Und das andere ist ein Wampel. Stimmt, habe ich gerade vergessen zu sagen. Ein shiny Wampel. Inzwischen ist es Holz! Ja, guckt euch das an, Holz. Das Holzhunting hat ein Ende. Wir haben nur 500 Versuche gebraucht. Sag, würdest du mir 3 Stück Holz bringen? Ja. Sie braucht das bestimmt, um ihr Essen zu kochen oder so. Oh, vortrefflich. Wie kann man so lange brauchen, um diese blöde Quest zu machen? Jeder andere hat die instant abgeben können, nur ich nicht. Ehrlich. Oh Mann. Ah, endlich. Zeit für den großen Moment. Was für ein tieferer Sinn steckt hinter dem Holz? Gar keiner. Ein tieferer Sinn? In 3 Stück Holz? Sei doch nicht albern. Daraus will ich neue Küchenbretter anfertigen. Mehr nicht, war ja klar. Bretter? Ich dachte, die Rede sei von Tafeln. Von steinernen Tafeln sollen sie uns erzählen. Du lässt deine Arbeit schleifen und hast stets eine Beschwerde auf den Lippen. Ginnan von der Ginkgo-Gilde hat es sicher nicht leicht mit dir. Wahrscheinlich ist er gar nicht in der Gilde. Er ist Spion für irgendwas anderes. Du hast ganze Arbeit geleistet, Miri. Hier als Dank für das Holz. Holz, gib mir noch mehr Holz. Oh. Ja, nächste Tafel. Sie hatte einfach eine. Ich glaube, ich spinne. Sie hatten die ganze Zeit eine der Tafeln, nach denen wir suchen. Ich meine, das ist ja eine der Tafeln. Eine Tafel, sagst du? Lass mich noch mal einen Blick drauf werfen. Wo war? Sie sieht den Tafeln in eurer Sammlung wirklich nicht unähnlich. Für Holz. Für 3 Holz gibt sie mir eine Tafel. Dass die Zutaten danach aber so viel besser geschmeckt haben, war bestimmt auch dem Brett zu verdanken. Oder vielmehr der Tafel. Hast du das als Schneidebrett benutzt? Hat sie das als Brettchen benutzt? Das erinnert mich an die ganzen Bilder von den Eltern, von den älteren Leuten, die ihre iPads und so als Schneidebrettchen benutzen. Genau das gleiche ist das hier. Nun, damit sollte es alles gesagt sein. Was gedenkt ihr zwei nun zu tun? Oh. Was ist denn jetzt mit meinem Internet los? Ja gut. Was soll das denn? Ah, ich glaube, es kommt zurück. Ich glaube, der Stream kommt zurück. Meine Internetleitung ist einfach kurz auf 0 zusammengebrochen. Okay. Das war sehr interessant. Ja, willkommen zurück. Das war faszinierend. Ich bin einfach komplett auf 0 Upload runtergegangen. Ich habe eure Nachrichten aber noch gesehen. Das heißt, nur der Upload ist gestorben. Sehr faszinierend. Hoffen wir, das passiert nicht nochmal. Vielleicht war es nur Schluck auf. Was auch immer. Was auch immer das gerade war. Einer übers Kabel gestolpert. Von den Tafeln haben wir nun eine beträchtliche Menge zusammengesammelt. Wie geht es also weiter? Einen Anhaltspunkt habe ich dafür nicht, aber vielleicht sollten wir den Elysien-Tempelruinen einen Besuch abstatten. Das war die Belohnung fürs Holz. Ja, wo davor? Dort lassen sich Statuen von Dialga und Palkia finden. Und möglicherweise noch mehr als das. Was auch immer das gerade war. Verstehe. Eine weitere Ausrede dafür, deine Geschäfte zu vernachlässigen und stattdessen durch Ruinen zu kriechen. Ich glaube auch. Ich bin mir sicher, er arbeitet eigentlich gar nicht, ehrlich. Dann fort mit euch. Ha, ich wäre sowieso gegangen. Wir sehen uns beim Elysien-Tempelruin, Miri. Okay. Ah, das war die, wo wir schon letztes Mal waren. Na los, geh schon. Ich bin ebenfalls neugierig, was er an den Tempelruinen entdeckt. Okay. Ich auch. Ah, oh, warum juckt meine Nase? Fies. Wir Menschen von heute können von den Relikten alter Mythen gewiss noch was lernen. Ich glaube auch. Was soll das? Was soll das Internet? Das war, also das hatte ich glaube ich auch noch nicht. Vor allem nur ein Teil down. Was war das? Warum ist gerade alles lila geworden? Gruselig. Sehr, sehr gruselig. Erstmal Spiel speichern. So. Müssen wir uns noch vorbereiten? Ich habe gar keine Ahnung.
Das Team sieht gut aus. Ich würde sagen, wir gehen los. Sie gibt ihr ein altes Küchenbrett, nur damit sie danach erfährt, dass es eine Feentafel ist. Ja, ja. So macht man das. Jetzt bin ich gespannt. So viel Arbeit. Ich weiß nicht, ob wir nachher noch Mystery Dungeon streamen. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir machen heute das in Arceus nur fertig. Ich wusste nicht, dass da noch so viel Story danach kommt, ehrlich gesagt. Aber cool. Finde ich gut. Wo müssen wir denn hin? Zum Platz der Huldigung? Okay. Warte, war ich hier? Nee. Wo ist denn das? Hier hinten. Hier hinten. Wo ist denn Volo? Ich sehe ihn gar nicht. Oh doch, da. Da steht er versteckt. Habe ich gespeichert? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich gespeichert. Egal was ist. Hallihallo. Sieh mal, Miri. Was ist mit der Kiste da hinten los? Hier geht's gut. Diese Statue hier hat man kaputt und verfallen, wie sie ist, weit entfernt von den Abbildern der Pokémon Dialga und Palkia stehen lassen. Begreifst du, was wir hier zu Gesicht bekommen? Arceus? Ha, klar weißt du sowas. Immerhin bist du die Pokémon-Bändigerin, die sogar Dialga und Palkia bezwungen hat. Diese brüchige Statue stellte einst ein Pokémon dar, das Dialga und Palkia in nichts nachstand. Ist das Arceus? Oder ist das Giratina? Ist das Arceus? Wahrscheinlich. Diese brüchige Statue, okay, in nichts nachstand und doch aus dieser Welt verbannt wurde. Giratina, oh doch, Giratina! Seiner Brutalität wegen wurde es dazu verdammt, fortan sein Dasein auf der Kehrseite unserer Welt zu fristen. Doch dort lauerte es seither auf seine Gelegenheit, seine Fänge gegen Arceus selbst zu richten, okay? Nun verrat mir eins. Wo würde sich dieses Giratina wohl blicken lassen, um Arceus entgegenzutreten? Im Sinnoh-Tempel. Volltreffer am Ort, der dem Himmel am nächsten ist und dort, wo der Riss im Raum Zeitgefüge sich aufgetan hat. Er ist böse, er ist sowas von böse. Ach, die Euphorie darüber, einem Geheimnis unserer Welt zu nahe zu sein, hat mir so richtig die Zunge gelöst. Er ist sowas von böse. Ich war kaum mehr als ein Dreikäse hoch, da habe ich schon mit dem Schicksal gehadert, wenn ich bitterlich enttäuscht oder unglücklich war. So wie es sicherlich jeder einmal tut. Schließlich habe ich mich dazu entschlossen, mich mit Leib und Seele meiner Neugier und meinem Ehrgeiz zu verschreiben. Ja, die Box da hinten tanzt. Ich finde das nett. Ich finde, wir sollten sie lassen. Ich finde, wir sollten sie einfach leben lassen. Sie scheint glücklich zu sein. Mein besonderes Interesse galt schon bald den Mythen alter Geschichten und ihrer Relikten. In mir reifte nämlich ein Traum heran, weißt du? Die Welt zu beherrschen. Wenn ich herausfinden würde, wie die Welt entstand, könnte ich mit diesem Wissen vielleicht selbst eine bessere erschaffen. Oh, in die Richtung geht's also. Wenn ich nun also die Kehrseite unserer Welt finde und dort auf jenes Kind der Gottheit stoße, das allein seiner Rage überlassen wurde, ja, vielleicht finde ich dann auch etwas über das ehrwürdige Sinnoh selbst heraus. Also dann auf zum Kraterberg, auf zum Sinnoh-Tempel. Dialga und Palkia sind beide aus dem Riss aufgetaucht, nicht wahr? Vielleicht hat es, ist es ja dort auch etwas zutage getreten, das mit den Tafeln zu tun haben könnte. Oh ja, er ist definitiv böse. Oh ja. Sollen wir gucken, was in der lustigen Kiste ist? Hallo? Wer wohnt hier? Ah, ein Voltoball. Oh, süß. Ich habe ganz schlechte Neuigkeiten. Oh, das ist nicht sehr effektiv. Aber ich denke, das reicht. Ich wette, ich laufe jetzt einfach so rum und sehe instant Holz. Das würde ich mir zutrauen. Wo muss ich denn eigentlich hin? Oh, ich war noch im Kampf. Ups. Oh, muss ich da hinlaufen? Fies. Pudding ist traurig. Nein, Pudding ist fein. Pudding geht's gut. Hey.
Hey! Hör auf, mich anzugreifen, bitte. Oh ja, alle Pokémon fangen. Das wird noch lustig. Das habe ich auch noch vor mir. So. Ich möchte eigentlich gern das hier noch besiegen, aber dafür sollten seine Freunde nicht da sein. Können seine Freunde nicht so wütend sein. Ach, egal. Wir machen das jetzt einfach so. Leveln. Niemand braucht Leveln. Oh, guck mal. Steine für Pokébälle. Die brauchen wir doch. Ich zeichne lieber alle Pokémon, ist sicherer für alle Beteiligten. Ja gut, das ist auch nicht schlecht. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Hier gibt es ganz schön viele Eisenbrocken. Ich wollte nur den Eisenbrocken haben. Bitte gib mir nur den Brocken und klettere nicht als Sneebos die Wände hoch. Schauen wir mal. Das Gute ist, eigentlich fängt man ja eigentlich... Man fängt ja eigentlich alle Pokémon, die man so sieht, finde ich, in dem Spiel. Ich bin gespannt. Werden wir jetzt Giratina sehen? Ist Volo wirklich der Böse, so wie ich ihn schon von Anfang an verdächtige? Was macht er jetzt? Er hat gerade was von der neuen Welt erschaffen gesagt. Das ist sehr verdächtig, muss ich sagen. Ich finde das sehr verdächtig. Was hat er denn immer für Pokémon? Ich wette, wir kämpfen. Er hatte Pokémon wie Cynthia, ne? Zumindest bisher. Ich wette, wir kämpfen. Er wird mir bestimmt gleich die Tafeln wegnehmen oder so. Oh, die Musik. Verdächtig. Der Tempel liegt in Trümmern. Ah, übrigens wissen wir jetzt auch, warum der Tempel so fürchterlich später aussieht. Ist schon cool. Seine zerbrochenen Säulen ragen jetzt wie Speere in den Himmel. Hier ist keine Spur von Giratina. Ha, was ist da los? Ach, entschuldige, mein Verhalten muss dir seltsam vorkommen. Lass mich dir erklären, was all die Zeit über mein wahres Ziel war. Jetzt kommt's raus, die Weltherrschaft. Er ist Cynthia. Das wär's. Seit ich zu dem Schluss gekommen bin, dass Arceus tatsächlich existiert, treibt mich nur eine Sache an. Ich will einen Weg finden, es mit eigenen Augen zu sehen. Also holen wir doch Arceus. Nee, warte, eigentlich sieht man das ja nur, wenn man alle Pokémon fängt. Hm. Aus diesem Grund wandte ich mich an Giratina, das Arceus herausfordern will, und brachte es dazu, einen Riss im Raum Zeitgefüge zu öffnen? Warte, er hat den Riss aufgemacht. Ich wusste, er war verdächtig die ganze Zeit über. Ich habe es geahnt. Außerdem habe ich dich nach den Fragmenten dieser allumfassenden Gottheit suchen lassen, so wie es auf dem Wandbild geschrieben stand. 18 Tafeln bilden die Fragmente der Gottheit und du besitzt 17. Wo also finden wir die letzte von ihnen? Das war ja so klar. Sie ist hier. Das ist die Geistertafel, oder? Was ist jetzt passiert? Umstyling! Gib mir deine Tafeln, damit ich die Sammlung vervollständigen kann. Ich kann den Drang nicht mehr unterdrücken. Ich will Arceus sehen. Ich muss es sehen. Und wenn ich ihm erst gegenüberstehe, werde ich es unterwerfen und mir seine Macht, mit seiner Macht versuchen, eine neue, bessere Welt zu erschaffen. Jo, einfach gleiche Story wie in den Originalspielen. Auch gut. Hier wie in Platin. Die Erschaffung einer neuen Welt würde natürlich bedeuten, dass die Hisui-Region, wie wir sie jetzt kennen, ins Nichts zurückkehrt. Für dich, für alle Menschen, die du kennst und alle Pokémon hier, wird es sein, als hättet ihr nie existiert. Wenn du verhindern willst, dass die Welt erlischt, dann stell dich mir im Kampf. Dir bleibt ohnehin keine Wahl, denn die Tafeln werde ich mit allen Mitteln an mich reißen. Okay. Okay. Ist das Cynthia? Das hört sich an wie Cynthias Kampfmusik. Ist es? Ist es? Ich glaube schon.
Erstmal Krüppuck. Alles klar. Ich bin durch das halbe Team nur mit Felinara gelaufen. Oh ja, es ist sowas von... Ist das cool. Oh, Cynthias Musik ist definitiv, finde ich, der beste Soundtrack in den ganzen Spielen. In den Hauptspielen. Oh ja, richtig cool. Richtig cool. Oh. Wir bleiben einfach hier stehen und hören nur die Musik, okay? Gefällt mir. Der zweitbeste Soundtrack. Was ist denn der beste, deiner Meinung nach? Ich meine, die Mystery Dungeon Soundtracks sind eh alle besser. Wir wissen das. Soundtracks von Mystery Dungeon sind immer besser als der Hauptspiele, aber... Cool, cool. Giratina aus Platin. Oh, stimmt. Giratina hat auch coole Musik. Das stimmt. Okay, Krüppuck. Ey, Volo. Machen wir hier das Gleiche mit. Ich habe das erste Pokémon fast besiegt. Das ist exakt der gleiche Kampf, wie ich ihn einfach schon mal gegen Cynthia hatte. Nur, dass jetzt Lucario kommt. Und nach Taras sowas von one-hittet. Ups. Okay. Ich habe da ein ganz kleines Problem mit dem Lucario. Nämlich trifft das mein ganzes Team quasi sehr effektiv. Und, beziehungsweise kann ich nichts dagegen tun. Der stärkste Champ hat auch einen guten Soundtrack verdient. Das stimmt allerdings. Ich habe echt Angst vor Lucario. Ich fürchte, selbst wenn ich Kraft mache, one-hitten wir das nicht. Wir machen mal Tempo. Stimmt, Giratina-Musik. Ich meine, wenn es ja auch um Giratina geht, gibt es die sicher auch zu hören, ne? Wir machen weiter Tempo, weil das reicht. Tschüss, Lucario. An der Stelle. Ich mag die Attackenanimation. Das sieht so cool aus. Ich mag es, wie die Kämpfe aussehen. Akani. Oh. Nett. Das hat aber Cynthia nicht. Autsch. Ernsthaft. Fies von dir. Dass er immer seine Pokémon einwechselt und instant eingreifen darf. Keine Möglichkeit, wie ich zweimal hintereinander angreifen kann, ne? Okay, ich hoffe einfach, einmal Erdkräfte sollte ausreichen. Akani habe ich in Shiny. Oh, das ist sehr fein. Das Shiny Akani. Shiny Akani sind immer fein, egal welche Form. Ja, Shiny Akani, Feuergestein. Oh, und das Roserade. Das wird One-Shot. Das ist nicht so nett von ihm, muss ich echt sagen. Ach, Milotic hat sie und das gibt's hier nicht. Gibt's hier wirklich kein Milotic? Vielleicht hat es nur noch nie einer gesehen. Ja, jetzt haben wir ein Problemchen. So ein ganz kleines. Okay. Ja, genau. Es war doch gar nicht auf Blättertanz fixiert. Es hat doch gerade was anderes. Vielleicht ist Milotic nur richtig gut versteckt. Ja, ja. Das ist ja fies, dass es kein Milotic gibt. Dabei ist das doch eins der Signature-Pokémon der Generation. Ja, komm schon. Das ist Stachler. Was ist eigentlich mit Stachler los? Ich durfte nicht einmal angreifen. Oh oh. Oh oh. Ich sehe ein kleines Problem mit diesem Roserade, muss ich ehrlich sagen. Oh, shit. Okay. Ich glaube, das wird nichts. Leute, ich fürchte, das wird nichts. Palui. Das Roserade ist einfach zu OP. Palui darf theoretisch zweimal angreifen. Guck mal, so darf ich sogar dreimal angreifen. Okay, das war ein Crit.
Ja, gut. Ich glaube, das wird was. Ich glaube, wir machen das einfach mit Wasserdüse weg. Okay. Boah. Fies. Jetzt schmiert schon wieder das Internet aber, oder? Ist das dein Ernst? Fies. Mitten in dem Kampf? Okay.